Hier ist die größte Geschichte, über die niemand spricht. All euer Geld wird dazu verwendet, euch aus euren Wohnungen herauszutreiben und aus Berlin eine große Favela zu machen. Und ich werde euch in dieser kurzen Doku zeigen, was die Regierung in Berlin hier mit euch macht. Ganz einfach erklärt, uns fehlen in Berlin Wohnungen. Es gibt mehr Menschen als Wohnungen in Berlin. Also werden die Wohnungen teuer. Ja, Angebot und Nachfrage. Nur hier in Berlin haben wir keine natürliche Nachfrage. Normalerweise, wenn einem die Stadt zu teuer ist, zieht man nicht hin oder man zieht weg. So reguliert sich der Preis von alleine und es gibt einen gewissen Durchschnittswert, der sich an den Menschen in der Stadt orientiert. Lange Zeit war Berlin sehr billig, weil die Menschen in Berlin einfach weniger verdient haben. Das hat sich aber jetzt alles verändert, weil die Berliner treten jetzt in Konkurrenz gegen jemanden, gegen den sie nicht gewinnen können, nämlich den Staat. Ja, und der Staat hat natürlich mehr Geld wie ihr alle, das er für die Beherbergung von Migranten ausgeben will und auch ausgeben kann. In Berlin gibt es über 20.000 vollziehbar Ausreisepflichtige und alle belegen Wohnraum. Und unsere Regierung will, dass noch mehr Leute hierher kommen und Wohnraum belegen und euer Steuergeld bekommen. Unsere Bürgermeisterin Giffey sagt selber, dass wir niemanden mehr aufnehmen können. Sie will den Zuzug aber nicht stoppen. Die Stadt selbst meldet, dass sie überlastet ist. Aber das interessiert unsere Regierung nicht. Ja, hallo, wir sind hier am Tempelhofer Feld, was eigentlich nicht bebaut werden sollte nach dem Volksentscheid, was aber natürlich hier für die Asylforderer mit Containern bebaut worden ist und wo seit Jahren schon Migranten untergebracht werden. Wir haben keinen Platz mehr, wir haben keine Unterkünfte mehr frei. Aber anstatt dafür zu sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber, davon gibt es fast 20.000 in Berlin, endlich in ihre Heimat zurückgeschickt werden und abgeschoben werden, will der Berliner Senat immer noch weitere Migranten hier anlocken. Im Integrationsausschuss wurde gesagt, dass etwa 100.000 Ukrainer, die in Polen in Sicherheit sind vor dem Krieg, in Quartieren untergebracht wären, die nicht winterfest sind, und dass der Berliner Senat damit rechnet, dass diese 100.000 Ukrainer jetzt aus Polen nach Berlin kommen würden und dass die doch bitte kommen dürften. Ich habe natürlich im Ausschuss gefragt und gesagt, warum man nicht Polen unterstützt, diese Quartiere in Polen winterfest zu machen. Denn Polen ist ein sicheres Land und es gibt keinen Grund, warum Menschen aus Polen nach Deutschland weiterflüchten müssen. Der Senat hat darauf keine plausible Antwort gehabt, außer irgendwas von Krieg zu erzählen. Aber wie gesagt, in Polen ist kein Krieg. Das Land Berlin holt aus Pakistan noch Afghanen nach Berlin und das Land Berlin holt Syrer aus dem Libanon nach Berlin und das Land Berlin will auch noch Migranten von den griechischen Inseln nach Berlin holen. Wenn wir hier in Berlin keinen Platz mehr haben, und wir haben definitiv keinen Platz, denn versuchen Sie mal als Einheimischer hier in Berlin eine Wohnung zu finden. Sie werden da kein Glück haben, dass Sie eine Wohnung finden. Dann kann ich keine Gäste mehr einladen, wenn ich keinen Platz habe. Diese Landesprogramme sollen alle beendet werden, denn wir haben keinen Platz und dieser Berliner Senat muss als erstes für die einheimische Berliner Bevölkerung arbeiten, bevor Menschen aus sicheren anderen Ländern hier nach Berlin gelockt werden, rein aus finanziellen Gründen. Stattdessen ist es viel sinnvoller, Rückführungsprogramme aufzulegen. Zum Beispiel für die Migranten aus Syrien kann man ein Rückführungsprogramm auflegen, denn in Syrien der Krieg ist zu 99% beendet. Es gibt lediglich an der türkischen und irakischen Grenze noch kleinere Konflikte. Da kann man jetzt durchaus mit der syrischen Regierung verhandeln, dass man syrische Migranten aus Deutschland nach Syrien zurückbringt. Das sind ungefähr 1 Million. Denn Asyl bedeutet natürlich Schutz auf Zeit, solange Gefahr für die Menschen herrscht in ihrem Herkunftsland, in ihrem Heimatland. Und ich war selber voriges Jahr in Damaskus. Es herrscht dort kein Krieg mehr in Zentralsyrien. Also wir können da durchaus mit anfangen, den Menschen zu helfen, dass diese in ihre Heimat zurückkehren können. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was ich als Abgeordneter hier im Abgeordnetenhaus machen kann. Die AfD ist in der Opposition. Wir können keine Gesetze beschließen, aber wir können Anträge hier stellen. Und ich habe einen Antrag formuliert, um dieses Unglück hier in der Stadt zu beenden. Zu 100% ausgelastet. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion. Herr Kollege Lindemann, bitte schön.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Berliner. Dieser rot-grün-rote Senat von Berlin regiert Berlin im Blindflug und führt die Stadt in Zustände nahezu wie 2015. Die Sozialsenatorin Kipping, die gerade hier nicht da ist, hat es selber gesagt, die Asylunterkünfte in Berlin sind zu 100% ausgebucht. Und was machen wir, wenn wir keinen Platz mehr haben? Dann muss man entweder Platz schaffen oder man kann keine Gäste mehr einladen. Allein die Zahlen der Asylbewerber haben sich von letzten Jahr bis zu diesem Jahr nahezu verdoppelt. Diese Landesaufnahmeprogramme werden finanziert mit Millionen Euro Steuergeld von den Berliner Steuerzahlern. Gerade in dieser Krise, wo die Menschen hier in Berlin nicht mal mehr wissen, wie sie sich ihre Wohnung, ihre Heizkostenabrechnung oder ihr Essen leisten können. Wir sagen daher, dass diese Aufnahmeprogramme zu streichen sind, dass das Geld für die Berliner Bevölkerung ausgegeben werden muss und vor allen Dingen auch die Berliner finden keinen Wohnraum. Die Kita- und Schulplätze in Berlin reichen bei weitem nicht aus für die einheimische Bevölkerung. Schaffen Sie erst einmal ausreichend Wohnraum, schaffen Sie ausreichend Kita- und Schulplätze. Und dann kann man natürlich auch weiter darüber reden, ob man irgendwelchen Menschen aus anderen Ländern hilft. Darum, verehrte Kollegen, fordern wir Sie auf, streichen Sie Landesaufnahmeprogramme, unterstützen Sie die Berliner Bevölkerung und stimmen Sie unseren Antrag zu. Herzlichen Dank. Und eins sage ich Ihnen, wir werden es schaffen, meine Damen und Herren, denn unsere Demokratie ist stärker als der Terror autoritärer Staaten und als der Populismus dieser rechten Partei hier drin im Parlament. Und deswegen lehnen wir als Koalition diesen Antrag ab. Vielen Dank. Ihr habt gesehen, wie es da drin abläuft. Wir schlagen etwas vor, was das Leben für alle Berliner verbessert und alle anderen Parteien lehnen das ab. Die Regierung in Berlin blockt einfach alle Initiativen, die zu billigeren Wohnraum führen könnten. Im Gegenteil, sie betonen, dass sie genauso weitermachen werden. Aber es gibt eine Alternative. Hier ist unsere Politik ganz einfach zusammengefasst. Berliner sollen sich wieder ein normales Leben leisten können. Das ist im Moment überhaupt nicht möglich. Berliner sollen wieder Wohnungen haben, die keine 1.000 Euro warm kosten. Und Berliner sollen ohne zugewanderte Kriminalität sicherer leben können. Diese einfachen Wünsche, die jeder Berliner hat, all das vertreten wir, die AfD-Hauptstadtfraktion. So, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was wir für euch tun und was die anderen Parteien für euch vorhaben. Ich bin Gunnar Lindemann, migrationspolitischer Sprecher der AfD-Hauptstadtfraktion. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Euch gefällt dieses Video und ihr wollt keine unserer Infos verpassen? Dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal und folgt uns auch auf Twitter, TikTok, Instagram, Facebook und Telegram. Die Links findet ihr in der Beschreibung.